Hallo im Wetterkanal auf kachelmannwetter.com. Der Sommer kommt zurück. Nächste Woche, endlich ist es soweit. Nachdem jetzt die letzten Tage und noch aktuell noch diese blöden Tiefs da, vor allen Dingen über Skandinavien, dafür sorgen, dass wir eher Herbstwetter mit viel Wind und hin und wieder Schauer, die da durchziehen bei Temperaturen von knapp 20 Grad, noch dafür sorgen. Das ist einfach nicht wirklich schöner Sommer, aber wir warten darauf und wir können uns auch darauf freuen, denn nächste Woche kommt der Sommer wieder zurück mit verbreitet über 30 Grad und das nicht auch bloß für ein oder zwei Tage, sondern wahrscheinlich die ganze Woche lang. Wie sieht denn eigentlich nun die Wetterlage jetzt aus? Wir haben wie gesagt noch die Tiefste im Norden, die ziehen langsam ab. Wir haben in den nächsten Tagen dann so leichten Zwischenhocheinfluss. Es wird dann ab Freitag schon trocken überall und die Temperaturen steigen langsam an zum Wochenende hin und dann geht es zum Montag richtig los. Die Situation am Montag sieht dann so aus, dass wir also über dem Nordatlantik ein kräftiges Tiefdruckgebiet liegen haben, welches dafür sorgt, dass aus dem Süden eben die warme Sommerluft, die dort die ganze Zeit schon liegt, bloß noch nicht zu uns kommt. Die kommt dann eben am Montag erst zu uns und dieses Tief ist aber auch dafür zuständig, denn es bringt ja nicht nur den Sommer, es will auch den Sommer immer wieder beenden. Deswegen werden wir die nächste Woche immer im Westen vor allen Dingen so Versuche haben, von diesem Tief da einzudringen und vielleicht schon am Dienstag oder Mittwoch wieder bloß noch 20 Grad da haben und viel Regen. Aber im Grunde genommen werden wir nächste Woche auf jeden Fall wahrscheinlich überall einen Ort in Deutschland haben, an dem über 30 Grad sind und am längsten heiß wird es im Osten und im Süden bleiben. Das heißt, es kann durchweg von Montag bis Freitag Höchstwerte von über 30 Grad dann geben, verbreitet. Ja, zwischendurch werden sich immer wieder Hitzegewitter bilden, aber das werden wir dann von Tag zu Tag immer sehen. Jetzt freuen wir uns erstmal drauf, dass dieses kühle Herbstwetter und dieses windige Wetter vorbei ist und der Sommer zurückkommt. Schönes Wochenende für Sie. Ciao!